Hallo und willkommen zum neuen Part von Edna bricht aus. Das letzte Mal waren wir bei Hoti und Moti und dann wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Hallo, Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Danke, Herr Mantel. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich das... Okay, wir haben uns hier umgesehen. Dann bei dem Schlüsselmeister da drüben. Da. Jetzt sollten wir bei Hut. Wo sind die hin? Wollten die nicht hier bleiben? Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Okay, gut zu wissen. Und jetzt müssen wir das irgendwie dreckig machen, glaube ich. Das sieht schon mal gut aus. Okay, kann ich das da auch noch drauf verteilen? Perfekt. Chips tun wir auch noch drauf. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Yay! Okay. Wird das jetzt abgeholt? Okay, gehen wir kurz mal raus und wieder rein. Ist es jetzt weg? Ist es? Ja? Nein? Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Ich habe aber nichts anderes. Kann ich vielleicht noch draufkritzeln? Noch mehr? Ich darf nicht... Okay, ich gehe jetzt einfach mal wieder. Vielleicht ist es jetzt wieder so... die muss einfach mal den Raum verlassen, damit es geht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, fahren wir einfach mal... falscher Raum, aber gut. Gehen wir mal zu der Mantel. Wo muss ich da jetzt? Die Tür, oder? Yep. Okay, hallo, Herr Mantel. Mantel. Und los geht's. Hallo, der... Oh. Kommt nicht... Das ist die... Oh. Es hängt. Yes. Ich bin draußen. Okay, also wir haben hier Waschmaschinen. Das sind Ziegen. Das sind... Jo. Okay. Die sind für alle Leute hier? Bisschen wenig. Nee, eigentlich sind... Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Gut, sonst hätte ich mir wohl Ja, ist klar. So. Nur noch mehr ohne... Nur noch mehr. Nur noch... Nur noch... Ihr könnt mal einen Remix draus machen. Okay, da oben müssen wir, glaube ich, hoch. Sonst gibt's hier nichts Interessantes, oder? Nein. Schick, das gefällt mir. Das ist cool. Also, da gibt's eine Treppe, da gibt's eine Tür, die etwas nicht anklicken kann. Finden wir das erstmal schon. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Wer will ihn schon zurückbringen? Bringt ihn irgendwer zurück? Niemand, soweit ich weiß. Wow, herzlich willkommen. Ich hasse. Ich auch. Okay. Und was da drüben? Küche. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Schau mal, was du alles anderen da. Was dabei hast. Der? Ja, der passt. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch-dir- und aber... Vielleicht kann ich da später was machen. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Ja. Das Nanu? Sachen gibt's. Das ist blöd. Spülen. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Entsaftet. Und zu O-Saft macht. Sind da Löffel drin? Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin.
Okay, und ich darf da scheinbar nichts rausnehmen. Mir fällt gerade auf, dass ich meinen Timer nicht geschaltet habe. Okay, wir können uns für meine Blödheit darf man sich mich jetzt schlagen. Und ich bin kurz weg, schaue nach, wie lange wir aufgenommen haben bis jetzt und bin gleich wieder da. Entschuldigung. Okay, wir haben bis jetzt 5 Minuten in etwa aufgenommen. Und jetzt sind wir in dieser Cafeteria und es gibt Senf und Ketchup. In dem Senf und Ketchup kann ich nicht nehmen. Hier bin ich, glaube ich, reingekommen, oder? Oder bin ich da reingekommen? Okay, da bin ich reingekommen. Ist raus und hier kann ich rausgehen. Okay. Da bin ich das letzte Mal erwischt worden. Und hier kam ich hier. Warte, was? Ist es so ein Kreislauf? Okay. Also ist die eine Tür im Speisesaal. Die eine Tür im Speisesaal ist schon mal nutzlos. Sigi, hi Sigi. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Der große Deuter Jung. Hm, der ist groß. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Passt so hässlich wie das Original. Ein Türschild. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Genau, zu kaputt bin ich noch nicht. Noch nicht. Noch. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Gemeinheit. Braucht die schon? Niemand. Und die ist alles besser. Brauche ich so eine Anmeldung? Will ich so eine Anmeldung überhaupt? Ich meine, was bekommt man schon von denen? Was ist das? Sitzgruppe. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Okay, was passiert, wenn ich eigentlich jetzt zur Türe rausgehe? Oh oh. Hey, die ist nicht da. Ich bin gar. Immer der Doktor. Was noch? Du hast. Du bist. Und ne. Ich hab. Allah! Da war. So. Ja, tschüss. Das habe ich wohl vermasselt. Nee, das passt schon. Bäm. Benutz, kann ich dich mit den Topflappen beeindrucken? Ich habe einen Topflappen. Ruggelbeck. Schade. Das hätte ich mir... Ja, Entschuldigung. Der Topf? Ich habe einen Es ist ein Topf. Ruggelbeck. Der steht dir... Wie meinst du denn das? Ruggelbecher. Aha. Na dann. Seltsam. Mit was kann man diesen Kerl überhaupt beeindrucken? Okay, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten und ich weiß nicht, wie ich sie nutzen soll. Ich könnte den Generalschlüssel jetzt holen. Also, so wie ich es mich erinnere, muss man in ein paar Räumen Licht anschalten, sodass sich die Zeichen WC bilden. Klick, 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 klick. Und dann müsste man damit in die
Oh Gott, ich habe echt keine Ahnung. Finden wir es raus. Okay, dafür müssen wir erstmal rausfinden, in welchen Räumen ich das Licht anschalten muss. Kommt nicht. Okay, jetzt nochmal. Und los. Jetzt, Entschuldigung für dieses Hallo, Vorspulen. Kommt nicht. Ich könnte auch schneiden, aber wo wäre da denn der Spaß? Okay, jetzt müssen wir da hoch. Da rein. Was passiert eigentlich, wenn ich da die Treppe runtergehe? Kommt da noch was? Jep, was sagst du zu dem schönen Graffiti? Sehr gelungen. Finde ich auch. Okay, wo geht die Tür hin? Frag mich, dass wir sie halt so viel... was aus. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Erst vom dann am Seminartag. Kann ich jetzt einfach unterschreiben? Das muss der in meinem Fall ist das wohl Dr. Marcel. Hm, wir müssen deine Unterschrift fällen. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Ein bisschen. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Will ich nicht. Oha. Ganz schön finster. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Kannst du da nicht suchen? Akten. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Da müsste ich schon wissen. Du weißt doch, wonach du suchst. Da müsste ich schon. Da müsste ich... Such doch nach diesem... Ach nein, der steht eigentlich da. Erst vom betreuenden Arzt, dann am... Okay, wir müssen wahrscheinlich im Büro irgendwie... Wir müssen irgendwie die Unterschrift lernen, weil... Das können wir ja nicht sofort unterschreiben. Wir sind ja nicht Dr. Marcel. Ganz viele neue Sachen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Das ist ein Manometer. Da ist ordentlich Druck. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Yay! Gut zu wissen. Ein richtig... Okay, gehen wir mal da runter. Bekomme ich da den Lehm? Löffel! Diese Löffel, sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Exakt! Ich kann diesen Akzent nicht. Hallo? Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Hallo? Es ist sehr... Hat sich... Benutze... Behalte ich die Topflappen? Ich glaube, ich behalte sie. Komm schon, wirf sie in das dunkle Loch. Wenn hier mal... Geh mal zu dem Loch. Ich tippe darauf, dass da irgendwer irgendwo da drin ist. Und ich möchte dieser Person Hallo sagen. Aus diesem Grund sage ich jetzt auf Wiedersehen. Wir sehen uns im nächsten Pack und vergesst nicht, follow the White Rabbit und tschüss!